Einen wunderprächtigen. So, wie versprochen, Auto ist wieder da. Der ganze Loot ist jetzt überall so ein bisschen hingeworfen worden. Und was ich mir überlegt habe, was echt ein guter Vorschlag war von einem Zuschauer, von dem Braunbär, da muss er mal wieder namentlich genannt werden, damit hier nicht immer alles rausrennt, was wir so an Überlebenden haben. Wo sind denn jetzt hier die Zäune? Ach hier, genau. Wären wir doch einfach mal vorne oder hinten? Jetzt ist so die Frage. Ich versuch's mal so rum hier. Ich denke, das ist minimal platzsparender. So. Und dann gleich das nächste bauen. Ach, wo waren die jetzt nochmal? Mann. genau, dann machen wir es einfach so in Verbindung mit diesen Balken hier. Weil hier laufen ja weder Zombies noch Verbündete lang. An solchen Stellen hier. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Das macht er doch aus Prinzip jetzt. Mann. So. Das geht nicht. Okay. Ah, manchmal verstehe ich dieses Bausystem hier nicht so vollständig, ehrlich gesagt. Erstmal orientieren kurz hier. Ja. Komm schon. Boah, das wird ein bisschen sehr knapp. Kann ich hier hinter? Nee. Mann, oh. Es wird nicht schön, aber Funktion. Es wird nicht schön, aber Funktion. Ihr wisst, was ich meine. Ja, so. Ja, komm mal zurück, Scott. Abrinder mit dir. Aber sofort. Ah, da ist er. Der ist sogar schon außen rumgelaufen jetzt. Also scheint vielleicht sogar schon die Baustelle als solche zu reichen. Das wäre jetzt natürlich richtig schön. Dann bräuchte man die Materialien nicht zu verschwenden. Ich meine, es sind pro Komponente, hier pro Baustellen-Dingens zwei Components, ne? So, was ich außerdem offscreen mal ein bisschen probiert habe. Ich habe nur mal, also ohne auch zu speichern, nur mal geguckt bei dem ersten Banditenlager, wo wir jemals waren. Es gibt leider keine Sniper, die da rumliegt. Oder ich finde sie einfach nicht. Dass die vielleicht jetzt irgendwo sein könnte, wo sonst nie etwas ist, keine Ahnung. Ich hab's probiert. Dementsprechend sehe ich gerade null Chance, diese anderen Banditenlager, wo Sniper vorhanden sind, zu raiden. Außer ich bastel mir vielleicht ja, Granaten oder so und muss dann wirklich sturmtrupplermäßig da komplett reinstürmen und alles leerfegen. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll, ohne von dem Sniperfeuer erledigt zu werden. Deswegen bin ich gerade ernsthaft ein bisschen überlegen, ob ich dieses Let's Play hier erstmal auf Eis lege, bis der nächste Content drin ist, bis man sich eine Sniper selber basteln kann. Ich werde aber selbstverständlich vorher nochmal gucken, dass wir diese eine Werkbank hier upgraden können, weil vielleicht können wir dann daran auch selber Waffen herstellen, die Reloading Bench. Da steht nämlich leider noch nicht da, was das bringen soll, außer halt, dass wir Handgranaten herstellen können. Muss ich hier nochmal gucken, dass wir was reparieren. Und hier war ja nicht weiter upgradebar momentan. Und wir können halt auch noch keine weiteren Waffen herstellen. Also keine Pistolen oder Sniper selber herstellen, sage ich jetzt mal. Deswegen schweren Herzens würde ich das erstmal ein bisschen pausieren müssen hier, ehrlich gesagt. Es wird nicht eingestellt. Das würde ich gleich mal ganz groß als Warnung hingestellt. Es wird nicht eingestellt. Wird ich nur auf Eis gelegt, bis es eine Möglichkeit gibt, da besser bestehen zu können gegen die feindlichen Sniper. Weil ihr habt da gesehen, zwei Schuss, ich bin tot. Und dann noch gleichzeitig um ja, Maschinengewehre und Pistolen zu kümmern, das wäre echt unter aller Sau, ehrlich gesagt. Jetzt will ich aber mal gucken, wie es meinen Hühnern hier geht. Das ist nämlich verdächtig ruhig hier. Also ich sehe einen Bobby, aber das Bobby macht irgendwie nichts. Okay. Guck mal her hier. So, ich hast du eine Backplatte. Ja, jetzt bist du wieder laut, ist klar. Wollte bloß verhindern, dass er an der Backritze landet und es hat nicht funktioniert hier. Schade. Ist Gott jetzt drin oder draußen? Da. Abrin mit dir aber sofort. Ach, ich brauche noch Dingens. Ah, jetzt ist er wieder durstig. Moment, ich stehe im Weg, wa?
Los, beweg dich. Ja, Tür zu. Den Schluck trinken. Dann mal schnell noch Bretter schnappen. Habe ich mich total vergessen gerade. Zack, zack, zack. Mal wenigstens schon mal eine Seite zu machen hier, damit er endlich aufhört damit. Ach, ich brauche keine Bretter dafür, ich brauche Sticks. Ach, hör je. Och nö, muss ich ja wieder Branches sammeln. Hatte ich hier nicht mal irgendwo welche hingeworfen? Ach, die despawnen ja immer. I get I fui. Ach gut, vielleicht reicht es schon, wenn ich jeweils die Components reinmache. Weil ich zum Beispiel kann nicht komplett durchlaufen. So. Muss ich ja wieder Äste sammeln. Auch wieder so eine Sache, die eigentlich nur offscreen in Ordnung wäre. Ach, da fällt mir ein, ich habe gar nicht bei der Schmiede geguckt, ob man da die Sniper herstellen kann. Weil wenn doch, dann nicke ich das hier nicht auf Eis. Das steht definitiv fest. Dann probiere ich das, den vorher wegzusnipern, bevor er mich wegsnipert und dann die restlichen wieder mit Pfeil und Bogen zu erledigen, weil die Sniper-Muni wird bestimmt auch sehr, sehr teuer sein. Ist hier eigentlich upgradebar? Nee. Aber ich kann hier was rausnehmen. Hab dann auch fleißig eingeschlummert als beim letzten Mal. Das Coole ist ja, dass man mittlerweile selber Components herstellen kann. Wenn auch für wirklich sehr teuer Geld. Für sehr teuer... Ihr wisst schon hier, wie heißt es denn jetzt? Rezeptur, wollte ich sagen. So. Aber trotzdem ist das schon mal was, weil die Erze, die sind ja unendlich. Ist halt nur ekelhaft aufwendig, die ranzuholen. Ich glaube, hier hatte ich auch noch was geschmolzen, oder? Wenn dann hier. Okay, dann halt nicht. So. Kann ich bloß die Munition herstellen. Aber leider, leider keine Sniper. Ist natürlich Kaka. Ich kann es auch nicht weiter upgraden, von daher, ich weiß jetzt nicht, was das jetzt hier noch bringen soll. Sollte es aber wirklich eine Möglichkeit geben, die selber herzustellen, dann schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare. Dann mache ich das auf jeden Fall auch. Ansonsten müssen wir wirklich, weiß ich nicht, mega, mega Glück haben, die irgendwo mal zu finden vielleicht. Oder halt wirklich Glück haben, dass dieses Banditenlager da hinten bei der Tankstelle, sage ich jetzt mal, die da vielleicht wieder einfach spazieren gehen, weil der Nebel kommt und wir dann da nochmal reingehen können, gucken, ob dann vielleicht irgendwo ein Sniper rumliegt. Ansonsten habe ich null Ahnung, was wir machen sollen. Ich bin da echt ein bisschen überfragt jetzt gerade. Ich meine, wir haben jetzt auch alles aufgedeckt, wir haben die Stadt gefunden. Wo zwar noch Loot rumliegt, klar, kein Thema, aber was soll das jetzt bringen, wenn wir eh gerade kein Ziel vor Augen haben? Wir haben die Mine, wir wissen, wo der erste Berserker ist, wo wir gerade noch keine Chance gegen ihn haben. Außer vielleicht mit Granaten, denke ich mal, aber selbst das ist jetzt auch nicht so mega spannend. Es tut mir leid, Leute, aber ich denke wirklich, ich werde jetzt hier mal auf Eis legen. Ich gucke noch mal ein bisschen offscreen, ob ich irgendwie eine Möglichkeit finde, die Sniper herzustellen, beziehungsweise den Sniper zu besiegen. Weil mit langen Bogen ist gerade die einzige Möglichkeit, die wir haben. Und die finde ich dann doch ein bisschen sehr arm. Weil er uns vorher wegnetzt, bevor wir überhaupt die richtige Ballistik gefunden haben, dahin zu schießen. Und deswegen... Nimmt es mir bitte nicht übel. Aber irgendwann ist es halt auch ausgelutscht, wenn halt nichts Hilfreiches dazukommt. Und das ist jetzt keine Kritik an dem Spiel, wo man merkt. Weil das Spiel ist super. Und bis zu diesem Punkt hier erstmal zu kommen... Hat ja auch schon sehr, sehr lange gedauert. Ich habe auch viel, viel offscreen gespielt. Also die Spielstunden sind es schon wert, sage ich jetzt mal. Und ich freue mich auch wirklich auf die nächsten Inhalte. Nur sehe ich jetzt gerade im Moment für mich keine Möglichkeit, hier weiterzumachen. Deswegen werde ich jetzt einfach, damit ihr nicht seht, dass es jetzt hier schon vorbei ist, einfach mal noch 10 Minuten laufen lassen, damit ihr das nicht an der Folgenlänge sehen könnt. Ja... Ich weiß jetzt echt nicht, was ich machen soll in der Zeit. Ich könnte höchstens nochmal für den Spannungswert nochmal das Banditenlager da drüben angreifen, aber es kostet einfach nur wieder unnötig Pfeile auch. Ich gehe mal Branches sammeln. Ist aber nicht so. Dann können wir vielleicht noch wenigstens etwas fertig hier. Zack.
Haben wir schon den ersten. Yippie. Hier der zweite. Ich muss auch echt gestehen, ich finde es schade, dass ich jetzt hier mehr oder weniger ein bisschen gezwungen bin, aufzuhören. Das Einzige, was ich jetzt wirklich machen kann, ist mir haufenweise Vorräte anzulegen, indem ich halt wirklich diesen Tagesmarsch, Ingame-Tagesmarsch, zur Stadt mache und immer wieder mal zur Mine gehe und dort Erze einsammle und ja, das aus welchem Grund für dich? Ich habe jetzt gerade im Moment kein Ziel. Ich kann wirklich nur Vorräte sammeln. Das ist ein bisschen doof. Das mit den Tieren funktioniert ja auch noch nicht so richtig, also mit den Hühnern. Und wenn doch, dann mache ich wohl irgendwie was falsch, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich einfach mal ab und zu mal ein paar Blaubeeren ins Gehege reinwerfen oder so, keine Ahnung. Dass die halt ein bisschen extra Food haben und dadurch vielleicht auch mal ausbrüten, weil sie wissen, okay, uns geht's gut, wir haben sehr viel Essen hier. Ist ja irgendwie realistisch, ne? Aber selbst die Tierfallen sind jetzt irgendwie buggy, die wollen einfach nicht mehr. Und ich sehe es nicht, eine mal mehrere bauen zu müssen. Ja, da kamen jetzt aber ordentlich Äste mit runter hier. Doof ist halt einfach, ich kann jetzt noch nicht mal bei dem anderen Banditenlager, dieses größere, da wo der Sniper zuallererst weggenutzt hat, da müsste eigentlich noch der dritte Buddy drin sein, das müsste glaube ich die Rachel sein, das habe ich mal ein bisschen nachgelesen. Aber wir kommen ja gar nicht rein. Wenn selbst bei Nebel der Sniper da ist und der uns einfach mal wegnutzen kann und wir keine Chance haben, was soll ich machen? Ich finde es echt ein bisschen scheiße gerade. Kann man nicht anders sagen. So. Also wie gesagt, ich denke mal, ich werde es wirklich jetzt erstmal ein bisschen auf Eis legen. Werde aber trotzdem zwischendurch immer wieder mal nachgucken, ob was Neues dazugekommen ist. Ich meine, ich kriege ja auch die Informationen, ob Updates da sind oder nicht. Und sobald ich eine Möglichkeit gefunden habe, einen Sniper oder einen Berserker wegzunatzen, werde ich natürlich wieder aufnehmen und regelmäßig hochladen. Das ist absolut kein Thema für mich, weil ich habe es echt gerne gespielt jetzt immer. Ich habe mich da wirklich immer drauf gefreut. Manchmal war es ein bisschen ärgerlich, dass ich zu wenig Filmmaterial hatte, um wirklich täglich ein neues Video hochzuladen, aber trotzdem. Ich habe mich jedes Mal drauf gefreut, wenn es wieder hieß, Verstecken, Bauen, Plündern. Die jetzt fehlt. Ach, da habe ich jetzt Komponenten übersehen, okay. Dup, 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 dup. Ne. Sind das jetzt zwei? Sogar mehr zwei, okay. So. Mal wieder was schnabulieren hier. Hier ist 87%, hier ist auch 87%, also ist es wurscht. Ach, warte mal, ich nehme es mal am besten von hier runter, genau. Und eat. Hier noch einen kleinen Schluck, weil wir haben noch zwei Portionen salzigen Fleisches vor uns. Na, bist du wohl. Immer schön aufessen, sonst wird schlecht Wetter. Frag mich nur, ob das hier vielleicht, also mit der Zeit hier bis zum Winter, ob das vielleicht an die Echtzeit gebunden ist. Oder wir müssen wirklich mehrere Monate hier im Spiel erstmal hinter uns haben, damit der Winter kommen kann. So, ich hatte hier irgendwo eine Stelle mit zwei Bäumen gesehen, genau hier. Sparen wir wieder Stamina und Haltbarkeit. Also so als Idee am Rande.
Wenn ihr Ideen habt, was ich jetzt noch machen kann, was ihr unbedingt mal sehen wollt, außer gegen den Berserker zu kämpfen, da bin ich ganz ehrlich ein bisschen Schisser. Jetzt kommt ohne Nebel hier, okay. Dann schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare und ich probiere es dann auch. Ne? Komm schon. Ha! So. Fertig hier. Zwar noch vor Nebelbeginn eigentlich, also vor Zombie-Zeit. Sehr nice. Ja. Ah, ich brauche Viere jeweils. Ah, verdammt. Das hatte ich irgendwie falsch in Erinnerung. Na komm, was willst du? Hm? Komm mal her hier. Mist! Nein! Mann! Ich habe auch die falschen Pfeile gerissen, sehe ich gerade. So. So, kurzer. Komm mal her, hier. Oh, jetzt ist er zu weit weg. Na gut. Hast du mal Glück gehabt? Oh, er kommt wieder. Hallöchen. Headshot! Na, ist noch in der Nähe. Höre ein, aber ich sehe ihn nicht. Hallöchen! Nein! Zähne auch stehen geblieben! Verdammt! Oh, da ist Ducktape dabei. Ob ich mal schnell einsammeln gehe? Na, eigentlich wäre das auch voll fies mit diesen Zäunen hier, wie mir gerade so einfällt, wenn ich wirklich das Tor aufmache und die dann hier vorne einfach nicht mehr durchkommen, weil der Zaun ist einfach im Weg. Durch die Tür können sie auch nicht marschieren. Das ist eigentlich voll fies. Aber gefällt mir. So, ich werde mal eben noch ein paar Loks wegbringen. Der Lok-Sammellager hier. Mächtig viel Feuerholz auf Vorrat hier. Na, komm schon. So. Na, und was rumgesprungen hier? Na, ein bisschen nur. Aber geht. Ja schon. Immer mit der Ruhe. So schön. So, sonst noch jemand? Hä? Hä? Nicht? Gut. Dann gehe ich mal einsammeln. Hier drüben haben wir noch einen in den Boden gesammelt. Da. Oh, Hallöchen! Wie, er hat nur fallen lassen? Lol. Hm. Ah, es ist cooler an den Jägerpfeilen, also die richtigen Pfeile, sage ich jetzt mal, nicht nur diese Billig-Variante. Die machen einfach so unglaublich viel Damage. So. Na, wir haben zwei Pfeile wieder verloren insgesamt. Bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber gut. Ach, nutzen wir mal ein bisschen die Zeit und räumen hier auf. So. Das jetzt zwei auf einmal? Das wäre jetzt fies. Jop. Oh, sogar mehr zwei. Okay. Ach du Scheiße, wie viele
sind denn das jetzt, ey? Jetzt ist das hinüber, okay. Was, bist du hier rüber geflogen? Krass. Junge, Junge, Junge. Blöd ist nur, dass dadurch keine Dinger rausbauen, keine Branches. Dup, 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 dup. So. Und leider gibt es immer noch nicht die Möglichkeit, hier Ackerbau zu betreiben mit den Kartoffeln. Huch. Obwohl das ja eigentlich machbar sein müsste, oder nicht? Sich halt ein bisschen Gartenwerkzeug herstellen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht mein Tor hier. Oh, scheiße doch. Oder? Verdammt. Ja, gut zu wissen. Also, wenn Banditen kommen, können die einem also auch die Mauer wegholzen hier. Theoretisch. Das ist ja fies. Hm. So, Kollege. Was meckerst du hier draußen schon wieder? Hm? Komm hier. Na ja, komm. Ja. So ist rein. Und hinlegen. Oh, ich mag diese Stelle hier. Die habe ich so gut zufällig genial gebaut. Na? Dann sind noch zwei. Aber die wollen gerade nicht, dann will ich auch nicht. Müsst ihr auch bald wieder hell werden hier. Na komm, sollen wir das auch noch einnehmen, das ist mal wieder ein bisschen aufgeräumter. So, und damit ist dann jetzt die Folge wirklich zu Ende. Wie gesagt, ich werde offscreen noch ein bisschen gucken, ob wir noch irgendwo was reißen können und was noch wirklich Sinnvolles tun können. Beziehungsweise irgendwo weiterkommen einfach mal. Und ansonsten, wie gesagt, werde ich jetzt schweren Herzens erstmal mich dann auf andere Let's Plays konzentrieren und dieses hier dann zur späteren Zeit wieder neu aufnehmen. Also nicht komplett von vorne anfangen, das meine ich jetzt natürlich nicht. Ich meine, ich habe Besseres zu tun, als ein Spiel von vorne anzufangen. Sondern dann wirklich hier an der Stelle wieder anzusetzen, weiterzuspielen mit neuen Inhalt oder neuen Lösungswegen, neuem Werkzeug, was auch immer. Weil wie gesagt, der Entwickler ist ja auch wirklich ganz, ganz fleißig dabei. Was mich auch sehr freut. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schicken Abend. Frohe Weihnachten, frohes Wochenende oder schickes Wochenende, wie auch immer. Je nachdem, wann ihr das nächste Mal wieder einschaltet und ich das nächste Mal dieses Spiel wieder aufnehme. Also bis dann. Tschüss.